Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master erfolgreich sein kannst. Und heute freue ich mich ganz besonders, mal wieder seit langem einen Interviewgast zu haben. Und zwar habe ich den lieben David eingeladen und wir sprechen über spannende Themen. Und die vielleicht so ein bisschen konträr gehen zu all diesen Skalierungsschlachten, die wir gerade um uns überall sehen. Und freue mich deswegen wahnsinnig, dass David hier ist. David, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Hallo Marc. Ja, vielen Dank. Freue mich auch, hier zu sein. Ja, ich bin, wie fange ich immer an? Also ich bin David Cummins. Ich bin einer der Geschäftsführer, Gesellschafter der Ministry Group. Wie man dann auch schnell hören wird, bin ich nicht ursprünglich aus Deutschland, sondern aus den USA, aber ich bin schon seit über 30 Jahren in Deutschland, also länger in Deutschland, als ich in den USA jemals gelebt habe, hört man aber noch. Ja, ich bin nicht nur in meinem eigenen Unternehmen mehr tätig, sondern ich bin auch dabei unterwegs, Menschen zu helfen in anderen Organisationen, vor allem auf den Themen Leadership und Organisationsentwicklung. Sehr schön. Wo aus den USA kommst du denn ursprünglich? Ursprünglich komme ich aus dem Bundesstaat Illinois. Illinois, okay, alles klar. Da ist auch viel Platz, oder? So, Bundesstaat Illinois. Viel Platz? Ja, so großer Bundesstaat, viel. Gibt es da viele leere Flächen? Was sind die großen Städte in Illinois? Sehr flach wahrscheinlich. Vielleicht ja, sehr flach. Das große Himmel haben wir. Ja, ja. Hm. Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Wir haben ein Thema mitgebracht heute, was, wie lange steht es schon? Seit so 2-3 Jahren, würde ich sagen, oder ist es so ein bisschen in der Jugend? Ich weiß noch genau, wo Jürgen Appelo zum allerersten Mal auf Facebook gepostet hat, dachte ich erst, er will mich veralbern. Weil er so eine lustige Grafik irgendwie gepostet hat, die ziemlich komplex ausgesehen hat, und dann hat er es irgendwie Unfixed genannt, dachte ich, okay, meint er das jetzt ernst oder nicht ernst? Bis man festgestellt hat, ja, er meint das sehr ernst. Und wie man schon raushört, das Thema ist Unfixed und ist vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, der Negativ-Zwilling, also im Sinne von sozusagen hier, wenn ich einen Film negativ habe, zu vielleicht den typischen Skalierungsmethoden, die wir so kennen. Der eine oder andere, der hier schon länger zuhört, weiß, ich bin ein Riesenfan von Safe. Nicht. Und nicht, weil Safe an sich böse und schlecht ist, sondern einfach, weil es, wie es angewendet wird in den meisten Fällen. Da müsst ihr ja auch nochmal eine Podcast-Folge zumachen. Und drum ist ja umso spannender, weil viele, ich habe letztens mit einem gesprochen, der meinte, ja, wir wollen bei uns Unfix einführen. Na, ich dachte, wie wollt ihr denn Unfix einführen? Das ist ja keine fertige Blaupause, die du bei dir irgendwie einführst, sondern das ist ja eigentlich was ganz anderes. Was ist es denn überhaupt? Erzähl doch mal, ja, David. Ja, genau richtig. Gleich in deiner Einleitung hier hast du einige Punkte, die ich spannend finde. Das mit dem Einführen ist genau richtig. Es ist, aber vielleicht gehen wir tiefer darauf ein später, aber das ist auf jeden Fall, das steckt in uns drin. Dieses Framework denke. Und das begegne ich auch immer wieder. Und ist tatsächlich Unfix einführen. Funktioniert nicht als Satz so richtig. Aber das versuche ich ein bisschen zu erklären. Ich finde es interessant, deine Reaktion auf den ersten Post von Jürgen. Das war etwas über 2 Jahren. Ja, ja. Weil ich eine ganz andere Reaktion drauf hatte. Okay. Meine Reaktion war, oh ja, endlich. Okay. Und aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine ist, ich habe ja erzählt, wir helfen Organisationen auch bei der Organisationsgestaltung und Entwicklung. Bin auch im Führungsteam unterwegs. Also letztendlich sehe ich das ganzheitlich und sage immer, wenn wir mit Organisationen, an unserer Organisation arbeiten, schauen, müssen wir auf verschiedene Ebenen schauen. Also von individuellen Ebenen auf der persönliche Führungsperson oder Rolle, also dass die Menschen auf dieser Ebene an sich gucken, Teamebene, also wie arbeiten wir zusammen, wie arbeiten die Teams zusammen und so weiter, und auf die Organisationsebene. Und wir so quasi diagonal dazu
sage ich immer, dass, also ich nenne das Mindset, Models und Methoden. Mindset ist auch ein umstrittenes Wort, gerade in meinem Bubble. Lasse ich aber erstmal stehen, weil kein besseres haben. Letztendlich geht es für mich, ich mag die Definition mentale Betriebssystem sozusagen. Also es ist eine Mischung aus, wie denke ich, was sind meine Glaubenssätze, was würde ich gern glauben, im Gegensatz zu dem, was ich vielleicht auch tatsächlich als versteckte Glaubenssätze habe, über diese Dinge, über Menschen, über Teams, über Organisationen, ne, was das ziemlich relevant, aber ich was meine Glaubenssätze angehen, was Teamzusammenarbeit geht, ist eine Organisation, eine Maschine, sind Menschen motiviert von sich aus und so weiter. Und dann haben wir Modelle, die uns Aspekte der Welt sozusagen erklären, so ein bisschen wie Landkarten, die können uns helfen in unserer Organisationsentwicklung. Und wir haben auch Methoden, die helfen uns, Dinge zu tun, also zu experimentieren, vielleicht Wert zu kreieren, also so beim Doing, aber auch beim Lernen, ne, dass wir da so auch in Prozesse arbeiten können. Es klingt, glaube ich, wenn man das so sagt, völlig logisch, aber viele Ansätze da draußen machen nur vielleicht einen Aspekt von diesem Kasten, mache ich, also nehme nur einen Kasten. Ne? Oder an, sagen wir, wir arbeiten nur mit Teams oder wir arbeiten nur mit Führung oder wir arbeiten nur an Strukturen. Und dann ist alles gut. Und das ist aus meiner Erfahrung nicht. Wir brauchen das alles. Und sorry, das war eine relativ lange Geschichte. Eine sehr lange. Was ist es denn jetzt, Mensch, yeah. Anfängst, David? Das Ding war, ich kam noch dazu. Ich halte es relativ lose. Viele Modelle, die ich gut finde, die ich auch in meiner Arbeit auch benutze, sage aber grundsätzlich, Hauptsache man hat Modelle, die einem helfen und so weiter. Und in dem Sinne, bis dato könnte man auch sagen, also ich selber mache kein Safe, würde ich auch nicht, finde aus diversen Gründen ähnlich wie deine, wie ich von dir auch schon mal gehört habe. Wäre nicht meine Präferenz, aber wenn du es machen wirst, dann hast du eben halt ein Modell, der auch eine Methode vielleicht schon drin hat und so weiter. Und dann kam Anfix, weil für mich fehlte da was, wo ich sagen könnte, das würde ich empfehlen. Und auf einmal war es da. Da ist es. Das war der eine Grund, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, womit ich wirklich mit meinen Kunden arbeiten kann und mit uns selber im Unternehmen, weil das ist so wichtig bei uns. Also wir machen nicht nur Beratung, sondern wir haben auch in unserer Organisation machen genau dieselben Sachen, lernen genau dieselben Sachen. Und das war der zweite Punkt bei meiner Reaktion, weil es Jochen anfangs vorgestellt hat, hat er ziemlich beschrieben, wie wir unsere Organisation aufgebaut hatten. Also wir 2014 mit unseren, als wir unsere Teamgröße hatte, die 50 überschritten, 2014, und da sind wir von mehr oder weniger Silos zu selbstorganisierten Teams gerne, so dedizierte interdisziplinären Teams. Und das Anfix hat das ziemlich beschrieben. Es waren natürlich ein paar Sachen, die wir nicht hatten, ein paar Sachen, die wir über die Jahre gelernt haben, waren schon in Anfix drin, wo wir gesagt haben, okay, das hätte uns vielleicht ein bisschen Arbeit gespart. Aber bisher hatten wir, wenn wir über unsere Strukturen geredet haben, das immer nur als Beispiel genommen. Und dann gesagt haben, okay, das ist unser Beispiel, aber man muss was anderes finden. Jetzt haben wir eine Pattern Library, also wie Jochen das nennt, kein Framework, so ein Baukastensystem, in dem die ziemlich das abbildet, was wir damals auch gemacht haben. Und so kamen zwei Sachen zusammen. Also deine Frage dann zu beantworten, was ist Anfix? Anfix ist ein Baukastensystem, haben wir festgestellt. Sagen wir lieber auf Deutsch als Musterbibliothek, ist irgendwie klingt scheinbar komisch. Pattern Library auf Englisch. Ja. Das heißt, es ist kein Framework an sich. Unterschied wäre, wie du es auch angedeutet hast, ein Framework gibt mir alles vor. Und mit diesem Pattern Library haben wir diverse Bausteine und Möglichkeiten. Da haben wir auch einige vorgeschlagene Constraints in diesem System.
die ich nutzen kann, um da genau meine Organisation so zu gestalten, wie es zu meiner Arbeit passt, zu dem, was ich tue, passt. Wobei wir es sagen, meistens in unserer Arbeit mit Kunden oder in den Workshops mit Anfängern fangen wir normalerweise, im Prinzip, was man auch als Kanban kennt, mit wo wir jetzt sind. Mhm. Also versuchen dann mit den Patterns abzubilden, wie das Ist-System ist, bevor wir anfangen, die zu ändern. Und das Schöne ist, dass ich auf einmal sehr viel sehen kann auf eine andere Art und Weise. Wenn ich anfange, das zu visualisieren. Und ich betrachte zum Beispiel mit Anfix mehr, wie meine Organisation strukturiert ist, anhand von wie wir Wert kreieren, als zum Beispiel ein Organigramm, das jemals tun kann. Mhm. Und dann fange ich an, Dinge festzustellen, die ich vielleicht vorher nicht gesehen habe, wie Menschen wirklich in der Organisation arbeiten, zum Beispiel. Das sind dann die formellen und die informellen Strukturen, ne? Genau. Ja. Also ich nähe mich viel mehr an diesen, wie Dinge, also wie ich arbeite, wirklich mache. Also es ist immer noch ein Modell natürlich, es entspricht nie die absolute Realität, aber ich bin viel näher dran. Mhm. Und dann kann ich bewusste Entscheidungen treffen. Und es ist auch spannend, ich kann sehr viel mit anderen dran arbeiten. Ich habe eine Sprache, mit dem ich mit anderen Co-Kreativen diese neue Gestaltung der Organisation angehen kann, bevor ich überhaupt viel Kosten habe. Mhm. Und ich muss nicht sofort alles umkrempeln. Insofern kannst du nicht einführen. Ich kann es nutzen. Genau. Das ist ja genau der Gegensatz, das hatte ich vorhin gesucht, der Gegensatz zu Safe, na, wo ich mit einer Blaupause komme und sage, pass mal auf, folgendermaßen muss es ab sofort aussehen. Wir haben hier unseren Art, wir haben hier unsere Scrum, Kanban, was auch immer, Teams, wir haben hier diesen Art zugeteilt, dann gibt es die neuen Rollen und dann gibt es oben drüber Portfolio-Management und dann fängt man so ein Ding zu bauen und mappt das irgendwie auf die Organisation. Alle Leute werden irgendwie trainiert, dann wird es irgendwie ausgerollt und dann ja, und dann fängt meistens das Chaos erst so richtig an. Während bei euch, wie ich es verstehe, so ein bisschen eher, das ist, okay, wir schauen uns, wo wir denn gerade aktuell stehen und schauen dann im Prinzip an, okay, welche Patterns machen vielleicht Sinn, um die ersten Schmerzen zu beseitigen. Sehe ich das richtig? Dass man sagt, okay, wir gucken uns mal an, dann schauen wir uns die Pattern-Larry an und überlegen uns, welche Patterns könnten vielleicht in der aktuellen Situation Sinn machen. Ist das so vom Vorgehen her? Ja, also ganz oft in den Workshops sind wir erst mal dabei, okay, wie sieht's jetzt aus? Und das sind übrigens, also es ist schon Theorie dabei, das sind die verschiedenen Patterns, die es überhaupt gibt, und das sind vielleicht Fällen und das sind vielleicht Cases bei anderen. Und es sind sehr viele Patterns dabei, die auch was mit Definition zu tun haben, die mir vielleicht helfen oder nicht helfen. Das Schlüssel, was wir sagen immer in unseren Workshops ist es jetzt nützlich oder nicht? Mhm. Und wenn es nicht nützlich ist, also Jürgen selber sagt, man geht nicht im Laden und kauft alle Lego-Steine, die es überhaupt auf der Welt gibt, sondern man nimmt das, was man braucht, für das, was man eigentlich gerade machen will. Und hier ist es auch, okay, es ist gut, dann eben halt mein Kind lernt einiges kennen und überlegt. Und dann passiert es einfach auch, wo wir festgestellt haben, dass manche Patterns, die man vielleicht noch nicht hat, dass man merkt, oh, das würde genau das helfen in meiner Organisation. Und das kann für manche, es ist ganz unterschiedlich. Ne? Also es ist, weil die Unternehmen sehr unterschiedlich sind oder die Abteilungen sehr unterschiedlich sind. Und die haben vielleicht auch unterschiedliche Probleme. Aber zum Beispiel ein Beispiel könnte sein, was machen wir in Bereiche, wo bleiben wir bei Softwareentwicklung erstmal, weil Anfix nicht nur für Softwareentwicklung ist, also es ist oft eine Situation, wer macht Maintenance und wer darf die neue, coole Sachen machen. Mhm. Na, und da gibt es auch Patterns und Konzepte, die helfen, in solche Situationen, zum Beispiel, wenn man es möchte,
dass man, ich versuche nicht unbedingt die Anfangswörter zu benutzen, weil wir es gar nicht so erklärt haben, aber vielleicht einen Bereich aufbauen kann, wo Teams auf Missionen gehen können. Mhm. Und dass die Menschen dann in so in bestimmte gewisse Art an Selbstorganisation selber auf Mission gehen können, dass sie neue Features bauen, neue Sachen machen, aber immer wieder zurück in einem gemeinsamen Team, wo in diesem Team wird Maintenance-Sachen okay, gemacht. Jetzt gehen wir mal, Pattern sein. Wie viele Patterns sind es denn aktuell insgesamt? Auf den Kopf, ich glaube, die Rede war von 32 insgesamt. Mhm. Ich war gerade auch relativ fokussiert oder sehr viel davon gesprochen über strukturelle Patterns. Tatsächlich gibt es mehr als nur Strukturen in Anfix inzwischen. Inzwischen gibt es auch die Kategorien. Das Anfix Core Team hat sie aufgeteilt und ich finde es auch sehr gut, es ist viel übersichtlicher in Struktur. Patterns, Teaming Patterns, Patterns für Entscheidungen, Patterns für Zielsetzung und Patterns für Prozesse und Wachstum, so nennen sie die. Mhm. Also man kann eine Menge mehr mit Anfix machen als nur Organisationsstrukturen. Man kann auch Produktentwicklung, also überlegen, wie kann ich vielleicht neue Produkte entwickeln und solche Sachen. Aber steigen wir doch mal in Beispiel. Jetzt haben wir, es sind 32 Patterns, wir haben die Kategorien. Was sind so aus deiner Sicht die Patterns, die du am häufigsten nutzt, wenn wir mal so ein paar Kategorien mal rauspicken? Zum Beispiel nehmen wir mal einfach das Thema Team. Was wäre so ein Pattern, wo du sagst, es ist was ziemlich häufig genutzt, was ziemlich häufig auftritt? Ja, also tatsächlich mache ich sehr viel mit, vor allem in meinen Workshops, mit den Strukturen. Gerne auch Strukturen. Weil gemischt auch mit Teaming Patterns und vielleicht ein paar aus den anderen Bereichen, die vielleicht hilfreich sind. Weil da finde ich, ist eine große Lücke, gerade in der Welt sozusagen. Mhm. Also Dinge, die mir helfen, meine Organisation, also auf dieser Strukturebene was zu machen. Grundsätzlich ist in Anfix sind keine Prozesse vorgegeben. Es gibt jetzt diese Kategorie Prozesse und Wachstum. Aber darin wird man nicht finden, etwas wie Scrum oder Kanban oder wo man, sondern nur Essenzen daraus gemacht. Also was für Optionen habe ich? Und das finde ich sehr gut an Anfix, weil es dann die Möglichkeit hat, überall einsetzbar zu sein und die Teams arbeiten, kann die Teams noch selber entscheiden, was ich sehr wichtig finde. Mhm. Man kann also mit Vorgaben vielleicht von einer größeren Instanz, also damit wir einheitlich sind oder was auch immer, dafür gibt es auch Gründe. Aber ich glaube auch, was Prozesse angehen, haben wir erstens genug da draußen an Sachen, dass wir nicht noch jemanden brauchen, der ankommt und sagt, hier ist ein neuer Prozess. Und das andere ist, ich glaube, wir sind, genau wie wir Framework fokussiert sind, wir sind viel zu oft Prozess fokussiert in unserer Organisation. Also man hört man immer wieder, wenn irgendwas nicht nicht gut läuft, wir müssen an so Prozesse arbeiten, wir müssen Prozesse noch mehr definieren, wir müssen nochmal genauer aufschreiben, wie wir zusammenarbeiten. Und das ist meistens auch nicht das Problem, sondern die Rahmen sind das Problem. Drumherum. Genau, das hast du gesagt, Strukturpatterns sind so dein sag mal, Thema, wo du am häufigsten verwendest. Zähl mal ein, zwei Strukturpatterns auf, die es gibt. Ja, also zu den Strukturpatterns, der Kern ist eigentlich die Crew-Patterns, also Crew, das Anfix-Wort für Team, wobei in Anfix gibt es Vorschläge für Begriffe, es werden Begriffe benutzt, aber man ist frei, auch weiterhin Team zu sagen oder wie auch immer man es machen möchte. Also die Crew Patterns ist erstmal die Definition, was für unterschiedliche Crew Types es gibt. Mhm. Ein erster Impuls für Crew Types kam aus Team Topologies für Jürgen, wobei ich nur sagen muss, es geht in zwei verschiedene Richtungen bei Team Topologies, obwohl ich kein Experte darin bin, viel mehr mit Team Arbeit zu tun hat.
und Interactions sind drin und so weiter. Und Unfix geht mehr auf, wir bleiben bei den Strukturen und definieren ein paar Constraints, Größe, ist Führung in dem Team oder nicht, und solchen Sachen. Da haben wir verschiedene Typen und das ist an sich auch wichtig, genau wie in Team Topologies, obwohl es ein bisschen erweitert ist, dass das hilft mir bei der Visualisieren, klar zu machen, okay, was macht ein Team an sich? Ist es ein Value Stream Crew, also ein Team, was direkt an ein Produkt arbeitet, was am Ende als ein Wert rauskommt? Oder ist es ein Team, was unterstützt das Team dabei? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es unterstützt direkt in dem Value Stream oder außerhalb von dem Value Stream sozusagen, als vielleicht ein Agile Coach ist in einem anderen Team. Oder ist es ein Plattform-Crew, was erstellt, auch eine Dienstleistung oder was Handfestes sozusagen, was die anderen als Infrastruktur dient für ihre Arbeit. Ist es eine Governance-Crew, was eine Verantwortung für den gesamten Bereich in sich trägt und solche Sachen. Weiter über die Crews hinaus, es gibt eine Pattern von Base, da gibt es auch verschiedene Typen, müssen nicht drauf eingehen, aber das kann manchmal auch hilfreich sein, zu wissen, was für Bases es gibt, damit man sehen kann, passt das eigentlich, wie wir uns aufgestellt haben. Also letztendlich das dritte und wichtigste, also wichtige dritte Teil Pattern, also Pattern dazu ist, was in Unfix Forums heißt. Kennen wir alle als Gremien oder Arbeitsgruppe oder Community of Practice, das sind alle verschiedene Gruppierungen möglich in diesen Foren. Das sind Orte, wo Entscheidungen getroffen werden oder ausgetauscht wird. Und letztendlich dient das das Alignment über die anderen Crews oder über die gesamten Base. Also das ist typisch, was wir, wenn wir anfangen, interdisziplinären Teams aufzubauen, die nicht mehr Silos sind, haben wir fehlt uns, was wir vorher hatten, zum Beispiel alle Entwickler sprechen nicht mehr miteinander, weil sie aufgeteilt sind in verschiedene Crews oder und so weiter. Also jetzt, wenn man sich natürlich jetzt anschaut, was es da draußen schon gibt und nehmen wir die verschiedensten agilen Methoden, die verschiedensten Skalierungsframeworks, dann haben die natürlich einen gewissen Charme in dem Sinne, dass sie einem schon so ein bisschen sagen, wie man vorgehen soll. Also man bekommt ziemlich gut an die Hand, macht das, das und das, dann funktioniert es. Ja. Ist es nicht bei Unfix dann auch ein bisschen so, dass ich schon auch ein bisschen Erfahrung brauche, um das entsprechend richtig anzuwenden? Es hört sich nicht für mich so an, wenn man einfach sagen kann, ich gehe mal auf die Webseite und dann lege ich irgendwie los. Also wie gehe ich da am sinnvollsten ran an so einen Unfix? Ja, das ist richtig und das haben wir auch festgestellt in der Ministry Group jetzt, wo wir dann überlegt haben, was ist unsere Zielgruppe für unsere Workshops und für unsere Beratung. Also tatsächlich ist es schon sehr gut, schon Erfahrung und Kenntnisse mit Agilität und mit selbstorganisierten Teams zu haben. Mhm. Also schon da erste Erfahrung und Bemühung gehabt zu haben, ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist natürlich auch schwerer sonst. Wobei Agilität würde ich auch nicht hundertprozentig voraussetzen, weil letztendlich müssen die Teams auch nicht das, also was man normalerweise unter agiles Vorgehen alle arbeiten. Da, wenn wir aber in Bereichen kommen, wo wir über die Aufgaben reden, was machen wir hier, ist es komplex oder ist es kompliziert oder solche Sachen. Es ist aber tatsächlich so, dass man selber sehr viel machen muss. Mhm. Also wir setzen voraus, und das ist auch der Vorteil davon, dass man auch sehr viel selbst bestimmen kann, in dem, was man tut, aber man muss natürlich, ist es nicht, und das beim Framework habe ich natürlich den Vorteil, und ich glaube, deswegen sind sie auch so beliebt,
Es wird mir vorgegeben, was ich zu tun habe. Ich muss nur die Anleitung folgen. Genau. Das Problem damit ist, dass ich mich komplett umbauen muss und anpassen muss auf etwas, was jemand anders ausgedacht hat für ein anderes System. Und ich persönlich glaube, dass man am Ende noch viel mehr Schmerzen haben wird. Da bin ich völlig bei dir. Also ich bin ja auch so ein Typ, der sagt, ne, dieses typische Consulting-Thema, it depends, ne, kommt drauf an. Natürlich sucht man gerne nach dieser einen Lösung. Auch wenn ich mir einen Berater ins Haus hole, eventuell ist natürlich oft der Berater im Vorteil, der dir genau sagt, pass mal auf, wir machen das so. Die Schritte zu dem Geld, mit den Trainings und dann ist es in einem halben Jahr, sind wir fertig, in Anführungsstrichen. Während wir mit so einem sowas Fluidem kommt, na, wie jetzt zum Beispiel Unfix, da heißt dann, ja, wir müssen mal gucken und dann schauen wir mal und dann überlegen wir uns, was passen könnte und dann machen wir gemeinsam Workshops. Ist natürlich auch so ein bisschen schwierig oft zu verkaufen, sowas, ne? Und das entsprechend am Markt zu positionieren, ja. Weil man halt doch gern irgendwie, ich kenne es aus meinem Blogartikel, die am meisten gelesen werden, sind immer die Dinge wie 7 Schritte, 5 Punkte, 10, keine Ahnung. Liest man total gern, auch wenn man natürlich weiß, dass die vermutlich den kleinsten Effekt haben werden, weil im Endeffekt ist immer so, es gibt keine Abkürzung. Bei Organisationsentwicklung gibt es auch keine Abkürzung. Wäre schön, wenn es so wäre, ist halt nicht so. Und drum ist es, glaube ich, auch sinnvoller und auch nachhaltiger aus meiner Sicht schon zu gucken, okay, wo sind wir gerade? Was macht jetzt gerade am meisten Sinn? Welchen Schmerz wollen wir zuerst beseitigen? Und da wollen wir uns mal irgendwo an einem Werkzeugkasten bedienen, wie Anfix beispielsweise. Trotzdem glaube ich halt, dass man dafür schon eine gewisse Erfahrung oder zumindest Guidance braucht, damit es gut funktioniert und man nicht irgendwie so völlig enthusiastisch in diesen Werkzeugkasten greift und sagt, das machen wir jetzt alles. So auf die Art. Ja, das ist das nächste Problem, was, glaube ich, entstehen kann, oder? Absolut. Und das ist tatsächlich, also du beschreibst ziemlich unseren Ansatz. Das, also wir sehen uns auch eher als Begleiter. Übrigens kein Wein für die zuschauen. Ich mache jetzt keine Werbung, aber es ist ein deutsches Mineralwasser in grünen Flaschen. Vielleicht so ganz kurz einmal. Ich saufe nicht hier schon am frühen Nachmittag. Genau. Aber wie gesagt, du schreibst, beschreibst ziemlich auch, wie wir vorgehen. Also wir sehen uns als eher die Begleiter und die Facilitator, die einem helfen, dann, dass man selber auch weitermachen kann. Also dass man nicht, also immer sagt, es ist fertig oder wir müssen als Berater immer im Unternehmen bleiben, weil ihr könnt auch gar nicht ohne uns. Aber trotzdem dann auch genug Hilfestellung anzubieten, dass man nicht völlig alleine ist mit allem. Also da einen sinnvollen Weg zu finden, dass man sagt, okay, genug Unterstützung als Experten in dem Bereich, erfahrene Leute, die das schon öfter genug gemacht haben, aber trotzdem euer Fall, eure Situation, euer Unternehmen ist nicht identisch zu irgendeinem anderen. Das ist auch eine klassische Frage, die man immer wieder bekommt, ist, gibt uns ein Beispiel, wer Anfix umgesetzt hat, der genau so groß ist wie wir und genau im gleichen Marktsegment ist wie wir. Und selbst wenn man das finden könnte, abgesehen von diesem Anfix umgesetzt, funktioniert auch nicht, das haben wir schon festgestellt. Genau. Heißt es trotzdem nicht, dass es genau die Lösung dann auch passen wird. Aber es gibt immer wieder verschiedene Implementierungsfälle, wovon man lernen kann. Ja. Und dann hat man die Bausteine, bis weiß man, was welche Bausteine dabei waren, kann sie anpassen und nutzen. Ich nenne es immer gerne die Copy- und Paste-Lüge. Genau. Ja, wenn man glaubt, ich kann irgendwo von irgendwas kopieren und es bei mir reinpasten und dann wird es schon irgendwie funktionieren, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber selbst wenn die Unternehmen erstmal von außen ähnlich aussehen, sind es halt doch wieder andere Strukturen, andere Kulturen, andere Teams, andere Menschen und zack, ist es eine andere Situation. Aber trotzdem eine spannende Frage. Kannst du ein, zwei, sagen wir, Firmen nennen, wenn es möglich ist, wo du sagst, okay, die haben schon angefangen mit Anfix zu arbeiten, nicht fertig, sonst also einfach nur gesagt, okay, da gibt es so ein, zwei Namen, die vielleicht viele Leute kennen. Wo man sagt, da haben wir schon mal angefangen mit Anfix-Workshops. Ja, also ich kann nicht alle nennen, die in unseren Workshops waren, aber wir haben vor kurzem auch eine Konferenz. Habe ich gesehen, also, ja.
wir haben das auch organisiert, das Ministry Group, die AntwixCon für die Antwix Company sozusagen. Und da hatten wir einige Cases von Menschen, die sind dann quasi öffentlich. Eine ist eine Hochschule in der Schweiz, also HSLU. Mhm. Mit denen hatten wir tatsächlich einen Tag gearbeitet. Sie haben danach dann selber weitergemacht. Ich habe einen Case gebracht. Da war auch eine deutsche Versicherung hat auch vorgestellt. Die Rebecca Elkin hat das gemacht. Sie wird auch in den nächsten Antwix Community Meetup auch selber erzählen. Community ist auch ein guter Ort zu kommen, um mehr zu lernen, von anderen zu profitieren. Also das wären zwei Beispiele so direkt aus dem Kopf. Die Erfahrung sind sehr ähnlich und sehr unterschiedlich gleichzeitig. Und also die Ähnlichkeiten sind wirklich auch diese festzustellen, wie ich auch von meinen Kunden von uns auch schon sehr deutlich erlebt habe. Und manchmal auch die Inhouse-Workshops macht, dann passiert es direkt da, weil die Leute gleichen Unternehmen arbeiten. Wenn wir offene Workshops machen, sind sie unterschiedlich, sind von unterschiedlichen Orten. Und da merkt man, wie es anfängt, wie sie mit Begeisterung anfangen, hin und her zu spielen und zu überlegen, wie könnte das funktionieren. Es gibt auch Karten in Anfix, man kann auch haptisch mitarbeiten, das hilft auch. und allein dadurch, dass sie die gleiche Sprache sprechen über Strukturen und anfangen können, Ideen rauszuschmeißen oder zu hinterfragen, ist es wirklich so oder ist es wirklich so und wie könnte es sein? Und das klingt vielleicht banal, aber das ist tatsächlich sehr mächtig, weil man dann wirklich auch mehrere Leute an Bord hat, aber auch gleichzeitig diese wichtige Aspekt, die wir kennen, in alles, was wir in Organisationen machen, umso mehr Blicke die ich reinbringen kann, oder besser kann ich das Bild sehen. Also in Systeme kann keiner das ganze System wirklich absolut sehen. Umso mehr wir zusammenbringen können, umso passender wird die Lösung. Wenn ich jetzt sage, okay, Antwix klingt spannend, wo fange ich an? Also was ist mein erster Go-To, wo ich sage, da gehe ich hin, schaue es mir an? Also wie steigt man in dieses Thema am besten ein? Ja, also sofort immer erstmal auf die antwix.com Website. Da ist auch ein bisschen einfacher, also es ist sehr viele Patterns, also seit diese Gruppierung gibt, diese Kategorisierung, ist es sehr viel, viel einfacher, das zu lesen. Auch im Vorhinein in die Community beizutreten. Es gibt auch eine kostenlose Mitgliedschaft in der Community. Mhm. Wer gern eine direkte Einführung haben will, direkt mit Spielen will, ausprobieren, tiefer einsteigen, natürlich würde ich mich sehr freuen, dann, wenn mein Workshop interessant ist. Der nächste ist im Januar. Habe ich gesehen, genau. Da bieten wir regelmäßig an. Also das ist ein Einstieg, das sind gute Punkte. Es gibt auch Podcast-Aufnahmen. Die Antwix Company macht auch einen YouTube-Channel jetzt, ist gerade neu. Das könnte auch eine Quelle werden. Es gibt diverse Vorträge von Jürgen, die online verfügbar sind zum Thema Antwix. Zum Beispiel letztes Jahr Tools for Agile Teams war er letztes Jahr mit dem Antwix-Vortrag. Da bin ich dieses Jahr tatsächlich mit meiner Keynote. Nächste Woche geht es da los, 1.12. Ah, ja. Und genau da gibt es irgendwann, habe ich gesehen, Online-Vortrag von Jürgen, wer mal von der Quelle direkt hören möchte, wie es funktioniert oder wo die Idee herkommt. Auch sehr spannend. Genau, aber ich habe es auch gesehen, auf der Antwix-Webseite gibt es ja diverse Events, von Trainings bis über Community-Events, von Online-Sessions, die stattfinden. Ich glaube, das ist, ein ganz guter Startpunkt. Ne? Absolut.
Und ansonsten gerne bei David einsteigen im Januar die nächsten Workshops. Wir packen mal die Links auf in die Shownotes mit rein. Dann kann man dann gerne draufklicken. Und vielleicht packt der David noch einen Gutschein oben drauf für die Hörer von dem Podcast. Sagt, okay, kriegst du mal 10% off oder so. Eine Privatcode können wir. Ja, siehst du. Pack mal auch in die Shownotes mit rein. Gib mir David hinterher. Wer bis hierhin gehört hat. Genau, wer bis hierhin zugehört hat. Ja, der muss irgendwie einen dämlichen Satz wiederholen in deinem Training. Der Bauer hat die Milch vom Schwein geholt oder so. Und nur wenn er diesen Satz sagen kann, der total sinnlos ist, dann gilt der Rabattcode. So, da kann man mich auch sicherstellen, dass er den Podcast wirklich angehört hat. Bin ich gespannt. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob das klappt mit dem Satz. David, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. War sehr spannend. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht beim einen oder anderen, der sich fragt, was dieses Anfix-Zeug ist, was da auch noch in der Gegend rumspielt. Und ich glaube, wir haben so ein paar wichtige Sachen geklärt. Es ist kein Framework, man kann es nicht per se einführen. Es ist komplett was Gegensätzliches zu all diesen Frameworks wie Say, Flash, Scrum at Scale und so weiter. Und aus meiner Sicht der viel nachhaltigere Ansatz, aber ich glaube auch der Ansatz, der etwas mehr Erfahrung, Experimentierfreude braucht. Und wer darauf Bock hat und wirklich Lust hat, mit seinem Unternehmen nächsten Schritt zu machen und wirklich die Probleme zu lösen, glaube ich, die einem auch wirklich im Weg stehen und nicht einfach so eine Blaupause drüber zu stülpen, um dann am Ende noch mehr Probleme zu haben, ist bei Anfix, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Genau. David, vielen Dank. Dir noch einen fantastischen Nachmittag und vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Konferenz-Event. Wer weiß. Ja, bestimmt. Dir auch. Vielen Dank. David, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.